Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, der zeitgenössische Dichter, niederländische Dichter Huub Oosterhuis sagt in einem seiner schönen Lieder: Licht, das uns anstößt früh am Morgen, uraltes Licht, in dem wir stehen. Und eine Strophe weiter heißt es: Licht vieler Stimmen in die Ohren, solange das Herz noch in uns schlägt. Dieser Dichter ist dafür bekannt, dass er die theologischen Inhalte sehr gut in die Gegenwart hineinsetzen kann, sodass wir selber verstehen und uns auch verstanden fühlen. Ist das nicht genau auch unsere Situation? Unendlich viele Stimmen in den Ohren und im Kopf. Und wir sind verwirrt. Das ist das Ergebnis von vielen Stimmen. Ein einziges Stimmengewirr. Meinungen, Äußerungen. Wir werden überschwemmt davon. Wir können uns kaum retten. Und dann kommt unser Evangelium heute am 4. Ostersonntag und sagt, es kommt darauf an, eine einzige Stimme zu identifizieren. Die Stimme des guten Hirten. Die Stimme dessen, der von sich sagt, ich bin die Tür. Ihr kommt hinein, wo hinein? Ihr kommt zu Gott. In das innerste Geheimnis Gottes, nur durch mich. Es mag viele Wege geben, die vor die Tür führen. Aber eintreten kann man nur durch diese eine Tür. Und wie findet man das? Wie gelingt das? Indem man die Stimme dieses einen kennt. In diesem ganzen Stimmengewirr, das auf uns einströmt, das uns überflutet, diese eine Stimme identifiziert. Das ist das alles Entscheidende. Also wir könnten sagen, langer Rede, kurzer Sinn, das ist doch ganz einfach. Okay, wir hören auf die Stimme Jesu und alles ist gebongt. Schön. Wie machen wir das? Ich glaube, auch wenn wir innerkirchlich schauen, in unsere vielfache Ratlosigkeit, der wir ja begegnen, auch innerhalb der Kirche. Und wenn wir anschauen, wie viele Offenbarungen, auch Privatoffenbarungen und Botschaften herumgereicht und kopiert werden und wie Pilze aus dem Boden schießen, dann ist das immer ein Zeichen für eine Krise. Es ist eine Sehnsucht dahinter. Eine große Sehnsucht, endlich aus diesem ganzen Stimmengewirr, aus diesem Durcheinander, aus diesen widerstreitenden Meinungen und Publikationen und noch ein Papier und dann sagt der wieder das und einer sagt was anderes, endlich die alles entscheidende Stimme zu hören, die Stimme Jesu klar und deutlich zu hören. Und hier, liebe Schwestern und Brüder, liegt wahrlich ein Aufgabenfeld für uns. Denn wenn das das Wichtigste ist, so sagt es Jesus hier im Johannesevangelium, er sagt es uns heute hier, wenn das das Wichtigste ist, dann müssen wir lernen und verstehen, wie wir die Stimme dieses guten Hirten kennenlernen können. Wie geht das? Das ist eigentlich nicht so schwierig. Wir müssen das Evangelium kennen. Und zwar das reine, das pure Evangelium. Und das ist der Text des Neuen Testamentes. Wer liest darin? Wer liest sich das selber vor? Also wir lesen manchmal darin. Das ist ja schon viel. Wir nehmen das Buch und wir blättern da drin und sagen, ich lese jetzt mal einen Abschnitt aus dem Evangelium. Gut, wir müssen es aber hören. Ein Augustinus konnte noch nicht leise lesen. Das ist eine Technik, die man erst viel später entwickelt hat, leise zu lesen. Man musste immer laut lesen. Und das ist etwas sehr Gutes, weil man es dann nicht nur mit den Augen liest, sondern zugleich hört. Das ist eine gute Übung, die geistlichen Texte, allzumal die Texte der Heiligen Schrift, für sich laut zu lesen. Weil wir sie mit den Augen lesen und zugleich mit den Ohren hören. Wir merken sie uns besser.
Wir lernen, die Stimme Christi zu identifizieren. Und es ist nicht nur mit dem Evangelium getan. Die Kirchenväter waren der festen Überzeugung, wenn man die Psalmen nicht kennt, und sie haben die Psalmen gebetet, man kann ja auch fragen, warum immer noch diese Lieder, auch hier in der Kirche, wo die ein paar Mal am Tag erklingen, was tun sich so viele schwer mit? Die Kirchenväter sagen, es ist die Stimme Christi, die in den Psalmen erklingt, die bittet und lobt und dankt. Und es ist die Stimme der Kirche. Wir beten entweder die Psalmen mit Christus oder zu Christus. Die Stimme kennenzulernen, die Stimme zu identifizieren, das ist, glaube ich, das war für alle Christen immer das Wichtigste, aber es ist für uns besonders dringlich. Schon vor vielen Jahrzehnten hat der große geistliche Lehrer und große Geistliche Heinrich Spähmann Folgendes geschrieben und beobachtet. Die Unterscheidung der Stimme ist heute wichtiger als je gegenüber einem zunehmenden Gewirre von Argumenten und Parolen menschlicher Intelligenz, die die schlichte Wahrheit des Evangeliums bestreiten oder verdrängen. Alles liegt jetzt an der Übereinstimmung mit der Stimme des Hirten. Sie fordert gegebenenfalls auch den Preis der Flucht vor der Stimme des Fremden, der Flucht möglicherweise, der Flucht vor der Stimme des Fremden, die Weigerung, ihm zuzuhören. Also nicht in jedem Fall Dialog, so Heinrich Spähmann. Es ist vielleicht überraschend, wenn wir über Werte sprechen, wenn wir jetzt auch nicht nur angesichts der Wahlen heute in unserem Nachbarland über europäische Werte sprechen und das dann noch irgendwie mit dem Christentum in Verbindung setzen, dann finden wir immer am Schluss, darauf können sich immer alle einigen, Dialog und Toleranz. Aber man kann nicht mit jeder Parole, man kann nicht mit jeder Ideologie oder mit jedem Geschwätz, sagen wir es mal deutsch, einen Dialog führen. Mit der Dummheit kann man keinen Dialog führen, der führt zu nichts. Das ist aussichtslos, liebe Schwestern und Brüder. Wir müssen manchmal vor den Wölfen die Flucht ergreifen. Augustinus hat dieses Problem schon beobachtet. Denn es ist ja nicht so eindeutig. Uns wird dann immer suggeriert, das ist ganz klar, hier ist schwarz und da ist weiß, das sind die Guten und das sind die Bösen. Augustinus beobachtet schon, das Problem ist, dass einige Schafe, er bleibt bei diesem Bild des Evangeliums, draußen sind, die noch lernen müssen, die Stimme zu hören. Aber das größere Problem ist, dass einige Wölfe drinnen sind. Die tun so, als wären sie Schafe, sind aber eigentlich Wölfe. Wenn wir diesen guten Hirtensonntag begehen, liebe Schwestern und Brüder, und wenn wir an diesem Sonntag vor allen Dingen um geistliche Berufungen beten, dann ist natürlich sehr schnell ein Kurzschluss gegeben, zu sagen, aha, da ist vom guten Hirten die Rede, und das ist dann bei uns der Pastor oder das ist der Bischof oder das ist der Papst oder so. Dieser katholische Kurzschluss geht immer sehr schnell. Das ist auch nicht ganz falsch. Zunächst einmal geht es um den guten Hirten, der Jesus Christus heißt. Zunächst einmal und zuallererst hat die Kirche keinen anderen Hirten als diesen siegreichen Hirten, der sich für sie hat hingeben und schlachten lassen und glorreich auferstanden ist. Das ist der gute Hirt der Kirche. Und alle die in der Kirche, die möglicherweise diesen Namen Hirt für sich beanspruchen, sind auf diese Stimme geeicht oder sie sind Wölfe. Sie kreisen um sich selber, sie suchen ihr eigenes Geschäft, sie tun das, was Jesus sehr klar beim Namen nennt. Sie kommen nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Deshalb geht es uns und muss es uns darum gehen, nicht auf diese unterschiedlichen Meinungen und auf diesen Kommentar noch zu hören. Unsere sozialen Netzwerke auch verleiten uns dazu, dies noch und der hat wieder das in der Kirche gesagt und jetzt wird das wieder noch gefordert und endlich müssen wir doch dies durchsetzen. Das ist alles eigenes Geschäft. Das sind eigene Rechnungen, die da aufgemacht werden. Sie haben nichts mit dem Evangelium zu tun. Es geht darum, die Stimme des guten Hirten zu erkennen. Sie kennenzulernen. Weil diese Stimme, liebe Schwestern und Brüder, ist ein Licht, wie das Osterhäus in seinem Lied sagt.
Liebster der Menschen, erstgeboren, Licht, letztes Wort von ihm, der lebt. Diese Stimme, die Licht ist, oder wir können es mit seinen eigenen Worten sagen am Ende des Evangeliums: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Dass wir uns nicht im Klein-Klein, auch im Kleinkrieg innerhalb der Kirche verlieren, sondern dass wir zur Fülle des Lebens finden. Dazu müssen wir bis vor die Tür kommen und durch die Tür hineingehen. Dazu müssen wir seine Stimme kennen. Und ich kann sie alle und kann uns alle nur einladen, keinen Tag vergehen zu lassen, ohne uns mit dieser Stimme zu befassen, sie immer wieder zu hören, sie in unser Leben einzuladen, diese Stimme zu lesen, sie zu hören und sie ernst zu nehmen, damit wir in diesem ganzen Stimmengewirr nicht verloren gehen, sondern wirklich zu einem Leben finden, das Fülle des Lebens ist. Nicht ein Stellungskrieg innerhalb oder außerhalb der Kirche, uns nicht verlieren in irgendwelchen Dialogen oder Kommissionen, sondern wirklich zu leben beginnen. Das ist die Einladung von Ostern, liebe Schwestern und Brüder. Und dazu lädt uns der gute Hirt an diesem Sonntag ein.